Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalkommissar Tom Jankowski sehen einen Autounfall, der, wie sich herausstellt, absichtlich war. Eine Mutter sucht verzweifelt ihr Kind. Wir sind von der Polizei. Guten Tag, die Polizei. Wir sind von der Polizei. Wir sind durch Zufall jetzt hier dazu gekommen. Was ist denn passiert? Die Frau ist irgendwie, aua, die drängelt mich hier. Aber ich habe das gute Schrottauto und das weiß ich ja nicht. Das ist doch jetzt völlig egal. Sie müssen niemand verletzt, das ist schon mal das Gute. Also Sie sind jetzt da reingefahren und Sie haben ihn abgedrängt, oder? Ich habe ihn ganz normal überholt. Er hat mein Kind entführt. Das wissen wir jetzt auch nicht, warum das passiert ist. Amelie, Sie müssen mir helfen, bitte helfen. Ich habe eine Ortungs-App auf meinem Handy. Okay, einen Moment. Das Signal für dieses Auto. Gut, einen Moment. Ja, der 3216, wir brauchen mal bitte einen Funkmann zur Unterstützung. Und die Schule, lassen Sie das mal bitte. Legen Sie das bitte mal dahin. Die Lehrerin hat mich angerufen. Okay, und meine Tochter, ich habe es eben nicht verstanden, den Namen. Bettina Möbius. Und meine Tochter Amelie ist weg. Okay, wie alt ist denn die Amelie? 6, sie ist erst 6. Und wer sind Sie? Wir sind geschieden, ich bin Peter Möbius und die Amelie ist meine Tochter. Meine Frau ist vorhin zu mir gekommen, weil sie gedacht hat, sie wäre bei mir. Aber sie war halt verschwunden, scheinbar von der Schule, irgendwie abgeholt. Ja, die Lehrerin hat mich angerufen, dass ein Mann, der genau diese Beschreibung hat gegeben und mit dem Transporter mein Kind abgeholt hat. Und ich habe die Ortungs-App. Beweist das Signal ja auch hier. Moment, Ortungs-App, Ihre Tochter hat ein Telefon, ein Handy? Zeig genau. Doch mal. Und das Handy soll in dem Auto sein. Drauf. Genau. Sie hat dagegen, wenn wir mal in Auto reinschauen. So rein. Hier ist kein Kind. Ich bin Schrottplatzfahrer. Ich habe Papier da geladen. Sehen Sie, ist nichts. Haben Sie Ausweisdokumente dabei? Die Frau ist irre. Sie ist wahnsinnig. Ich bin nicht wahnsinnig, Mann. Die Lehrerin, die hat das doch bestätigt. Das sie passen doch genau da zu der Beschreibung. Einen Moment, bleiben Sie mal. Sie müssen mir helfen, Mensch. Wir müssen sie finden. Zum Glück ist das. Das ich habe hier zwei Mädchenhaarspangen. Zwei Mädchenhaarspangen? Das sind okay. Amelies. Das sind. Siehst du, ich habe doch recht gehabt. Der hat sie entführt. Aber wo ist sie denn jetzt? Was ist jetzt da los da hinten? Ich verstehe das gar nicht. Für die Ermittler ist das ein deutliches Indiz. Schutzpolizisten nehmen den Unfall auf und setzen den Fahrer fest, denn die Kripo-Beamten wollen das Mädchen suchen. Sie vermuten, dass es bei dem Zusammenstoß davongelaufen sein könnte und verletzt ist. Atmen Sie mal tief Kollegen, durch. Wir die, uns jetzt bleiben jetzt bei Ihnen. Wir werden jetzt und überlegen Sie sich mal, was da ist hier Sie natürlich gerne bei auf sein. Sich hat. Ich denke, Sie bitte auch. Ja? Natürlich. Und ihr kümmert euch mal so lange um den LKW-Fahrer. Aber übertreiben brauchen wir auch nichts. Also, ja, was soll man nicht übertreiben? Der geht um ein vermisstes Kind, das ist Ihre Tochter. Also, wie sind Sie denn drauf? Wir rufen Sie jetzt mal. Das wird schon gleich irgendwas sein. Ja. Machen Sie sich keine Sorgen, wir gehen jetzt mal gucken. Sie können ja gerne mitkommen. Ne? Die Kommissare führen die Suche in Begleitung der Eltern durch, um das Mädchen durch das Ex-Paar schneller identifizieren zu können. Eine Frau erregt ihre Aufmerksamkeit. Schönen guten Tag, die Polizei. Eine Frage. Erstmal, haben Sie ein kleines Kind gesehen und zweitens, warum haben Sie keine Jacke an? Ich bin jetzt nur nach Feierabend eben hier so ein bisschen spazieren. Und da ist sie nicht kalt? Nö. Was haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Vielleicht sollten wir lieber mal da vorne gucken. Hier ist doch nichts. Wir gehen zusammen, okay? Also ich glaube, hier ist überhaupt falsch. Das kann sein, aber wir gucken trotzdem noch mal. Tom Jankowski überprüft die Frau vorsorglich. Gegen sie liegt nichts vor. Dennoch ist das Misstrauen des Kriminalkommissars geweckt. Bei der weiteren Absuche entdeckt die Mutter eine erste Spur auf ihr Kind. Gut. Schönen Tag. Dankeschön. Ja, der 3216 nochmal, da kommt euch gleich eine Frau entgegen ohne Jacke. Das hat vielleicht jemand im Auge behalten. Okay. Wir haben die ja gerade abgeprüft, aber trotzdem, die ist ein bisschen komisch. Amelie! Amelie! Was ist denn das? Warten Sie. Das ist das Tablet. Das ist Amelie. Das habe ich hier mal geschenkt. Das kann ich gleich nehmen. Bitte. Sie nehmen ja nicht. Das ist ein Spurenträger, okay? Ja, aber das ist mein Eigentum. Ja, aber Sie bekommen es ja wieder. Das ist erstmal unser Eigentum, nämlich Staatseigentum. Das habe ich hier geschenkt. Damit macht sie als ihre Lernvideos und so. Das ist. Können Sie mal meine Kollegin bitte arbeiten? Das ist auch noch an. Mir meine es ist angeschaltet. Amelie. Wir gucken jetzt, okay? Jetzt atmen Sie mal ganz locker durch und lassen uns mal unseren Job machen. Schaut mal. Sind wir. Wir schon lange mal zusammen in den Freizeitpark gehen und das würde ich gerne heute mit dir machen. Ich habe nur ein Problem. Ich kann dich leider nicht selbst abholen und deswegen würde ich nachher einen Freund von mir zur Schule schicken. Der hat so einen Transporter
Und ich weiß, normalerweise sagst du, ist das heute gedreht? Für heute bestimmt. Aber bei dem kannst du ruhig einsteigen. Was soll das? Was hast du das vor? Haben wir heute gedreht. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt wieder darstelle. Das ist mit lustig hier. Sie veräppeln uns hier. Was soll das? Was ist das für ein Kerl? Woher kennst du den? Jetzt wieder hin? Haben Sie was mit dem Verschwinden Ihrer Tochter zu tun? Nein. Ja, aber wie hört sich das denn an? Du legst mir wieder Sachen in den Mund, Joe, wie es jetzt immer in unserer Ehe auch gemacht hast. Pass mal auf, das ist doch ganz klar. Da oben steht einer mit weißem Bart und weißem Lieferwagen. Und genau das haben Sie erzählt. Und wir finden die Spangen und das Handy von Ihrer Tochter in dem Wagen. Sie sagen doch nicht mal, weil du so hysterisch reagiert hast. Ich wollte einfach nur mit meiner Tochter einen Tag verbringen im Freizeitpark. Wo ist sie jetzt? Aber wieso haben Sie das da oben nicht gesagt? Wir suchen ein kleines Mädchen. Wissen Sie, wie schlimm das ist? Ich habe ja nicht gewusst, dass meine Ex-Frau... Wo ist Ihre Tochter? Wo ist Ihre Tochter? Das ist mir egal. Wo ist Ihre Tochter? Geht's gut. Ich wusste ja nicht, dass meine Familie geht's gut. Wo ist die Tochter? So ein Theater macht und gleich eine Verfolgungsjagd. Wo ist die Tochter? Geh weiter mit der Mutter. Das weiß ich auch nicht. Ich war ja die ganze Zeit bei meinem... Das wissen Sie nicht. Was sind Sie für ein Vater? Geh mal weiter. Bei kleinen Mädchen hört die Freundschaft auf. Sie kommen jetzt mit. An einem Hang fanden wir dann ein blaues Jackett. Es war ein Damenjackett. Beim näheren Hinsehen stellte ich einige Schmutzanhaftungen fest. Ja, ich hatte zunächst gemutmaßt, dass es sich hierbei um die Jacke erstens dieser Frau handelte, die ohne Jacke uns begegnete. Und sie trug auch eine blaue Hose. Ja, und diese Schmutzanhaftungen, die hätten davon kommen können, dass sie ein Kind trug, das offensichtlich sich wehrte. Warten Sie mal, bleiben Sie mal bei mir. Das ist doch, warten Sie mal gerade. Normalerweise sollte die bei den Kollegen sein. Ich habe jetzt kein Funkgerät dabei. Das ist die Frau ohne Jacke mit der blauen Hose. Aber wir haben hier auch, das gehört definitiv zu ihr. Mit der stimmt doch irgendwas nicht. Normalerweise sollte die bei den Kollegen sein. Die ist doch weggelaufen von den, was macht die denn da? An den Reifen? Nein, das ist ja. Bleiben Sie hin, bleiben Sie hin. Hinten bleiben. Hey, bleiben Sie stehen. Amelie? Bist du die Amelie? Oh Gott, meine Süße. Was war das? Amelie, geht's dir gut? Was war das? Was war das? Was haben Sie mit dem Kind gemacht? Nichts habe ich mit dem Kind gemacht. Was? Das war doch der Reifen da, oder? Da kamen Sie her, kommen Sie mit. Das ist doch Ihre Jacke, oder? Ja, das ist meine Jacke. Geht's dir gut, Amelie? Sag mal, wieso steckst du mein Kind in Reifen? Was ist los? Ja, was denn? Was willst was du mit meinem Kind? Eine Mutter? Was ich für eine Mutter? Ich wäre ja wohl eine viel bessere Mutter. Was? Moment. Wer will ich kann das jetzt gerade gar nicht. Was mit den Reifen? Wo warst du eben? Ich war in den Reifen, weil die hat mich da reingesteckt. In den Reifen versteckt? Sag mal. Ja. Und warst du da, Moment, warst du da unten in dem Transporter drin? Ja. Bei dem Mann? Ja, weil Papa hat gesagt, ich soll da reingehen. Oh Gott. Da bin ich da reingegangen, da hat es Rums gemacht und da bin ich weggerannt. Dann hat sie mich da in den Reifenstapel reingesteckt. Also, ist alles sagen Sie in bitte Ordnung? Noch mal, ja. Sagen Sie bitte nochmal den Namen Ihres Ex-Mannes, dem Vater. Peter? Peter Möbius. Kennen Sie den Peter? Peter Möbius. Nee, kenne ich nicht. Woher? Schießen Sie los. Was sollte das? Was haben Sie denn vor mit dem Kind? Und Sie haben es in dem Reifen stecken gehabt. Mein Gott, wir wollten weg. Wer wir? So, Peter und ich. Wohin? Sie kennen sich? Ja. Wie gut? Sehr gut. Peter ist mein Freund. Ach, und da Sie haben... Kennen Sie sich? Ich kenne Sie nicht. Aber Sie hätten Sie ja auch erkannt eben, ne? Ich kenne Sie nicht. Und wieso? Was bist du für eine Frau? Du kannst mir doch nicht einfach mein Kind wegnehmen. Was ist das denn für ein Kind? Das ist Peters Kind. Peters Kind, okay. Also wie lief das jetzt ab? Sie haben das Mädchen heute abgeholt oder was? Nein. Oder haben es abholen lassen? Nein, Peter hat mir geschrieben, ich muss ihm helfen. Okay, und Sie stecken zu dritt unter einer Decke. Der Mann mit den weißen Haaren. Ja, hier der Vater des Kindes und Sie wollten das Kind entführen, oder was? Sie wollten gar nicht. Alles Peter hat genauso Sorgerecht. Als Straftat haben wir eine klassische Kindesentführung vorliegen. In den weiteren Vernehmungen ist noch zu eruieren, ob es noch andere Straftaten gibt. Es ist die Frage, ob dem Kind irgendwas angetan wurde. Das Kind hat es zwar verneint, aber das Kind ist sehr sensibel zu behandeln. Das muss noch mal befragt werden. Aber ganz klassische Kindesentführung liegt hier vor. Ja, und die weiteren Ermittlungen werden vielleicht noch andere Straftaten an den Tag führen.
ist auch meine Tochter, okay? Ja. Sie haben nicht das Recht, das zu tun, was sie abziehen. Ach ja. Was recht ist und was nicht recht ist, das entscheiden wir in dem Moment. Ich glaube, das Mädchen, meine Tochter. Ihre Tochter möchte das gar nicht. Sie wollte das nicht, was Sie heute mit ihr gemacht haben. Oder, Amelie? Das Motiv des Vaters, seine Tochter mit nach Polen zu nehmen und dort mit einer neuen Frau ein neues Leben zu beginnen, eine neue Familie zu begründen, ist natürlich ja, moralisch sehr verwerflich. Strafrechtlich sind wir hier im Bereich der Kindesentziehung, denn er hat nicht das alleinige Sorgerecht. Was da das Strafmaß ist, ich denke, er muss mit mindestens 2 bis 3 Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Jetzt hier denn überhaupt, kleine Dame? Alles hier gut, ist soweit ja? In Ordnung. Ist hier ja. Kalt? Ja, wir sind hier gleich fertig, dann kannst du ins warme Auto gehen. Nach Hause. Ja. Geht's dir so gut? Ja, das tut mir wirklich leid, dass Menschen sowas machen, vor allem dein Papa, ne? Ja. Oder sprichst du erst mal mit der Mama ganz lange darüber, ne? Ja, okay. Machen wir auch. Das war nicht okay, was heute passiert ist. Ja? Der Vater des Mädchens und seine neue Lebensgefährtin werden wegen Kindesentziehung zu 3 Jahren Haft verurteilt. Der Fahrer und Mittäter wegen Beihilfe zu der Straftat. Die 6-Jährige hat den Schrecken unverletzt und gut überstanden.